aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augusto ausging, dass alle Welt geschätzet würde. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth in das jüdische Land, zur Stadt David, die da heißet Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte David war, auf das wir sie schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Nun wird mein liebster Bräutigam, nun wird der Held aus David stammen, thank you.
achtest du der Ehrentrat. Großer Herr und starker König, liebster Heiland, o wie wenig achtest du der Ehrentrat, der Ehrentrat. Thank you.
Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des Herren Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herren leuchtet um sie. Thank you.
Zum Zeichen, ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen.
alsobald ward aber die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen. Oh.
Macht uns frei, deine Hilfe, macht uns frei, deine Hilfe.
Oh.
sie kamen eilend und fanden beide Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesaget war. Und alle, für die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesaget hatten. Thank you.
die Hirten kehrten wieder um. Preiseten und lobten Gott um alles, was sie gesehen und gehört hatten, wie denn zu ihnen gesaget wurde.